Hallo und herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier dieses Verlies gemacht. Ich habe jetzt auch gesehen, dass das neue DLC schon freigeschaltet worden ist. Aber ich möchte das hier in der Reihenfolge natürlich aufnehmen, ja, wie man es normalerweise spielen würde. Also sprich, wir würden ja dann erstmal, ich gehe mal kurz auf die Karte. Wir würden dann erst das Anfangsgebiet machen. Ich habe gerade schon mal hier geguckt. Wir wollten ja hier in dem Bereich noch ein bisschen weitermachen, damit wir den quasi hinter uns bringen können. Die zwei Truhen, ich weiß nicht, ob ich das hier schaffe. Das war ja letztes Mal schon so eine Riesensache, dass ich da gestorben bin. Ich würde aber gerne mal hier oben diesen Bereich ausprobieren, weil da bin ich, glaube ich, noch gar nicht gewesen. Ich bin mir ehrlich gesagt aber nicht mehr so sicher. Da würde ich jetzt gerne erstmal hingehen. Hier die Truhe habe ich, glaube ich, nicht gefunden. Wenn ich mich richtig erinnere, weil hier waren irgendwie etwas schwierigere Gegner, glaube ich. Und da war auch ein Greif oder so irgendwie hier oben, meine ich. Ja, genau, das ist sogar mein Bild, da wo der Greif war. Und die habe ich doch gefunden, oder? Da zeigt ihr mir jetzt, wenn ich drauf gehe, ist ein Häkchen dran. Okay, muss ich jetzt nicht verstehen. Kann sein, dass ich sie doch gefunden habe, dass er sie jetzt nur nicht anzeigt, weil es eine Nachttruhe ist. Jedenfalls würde ich mich gerne um die beiden hier oben kümmern und da ich davon ausgehe, dass wir danach dann noch etwas Zeit haben. Ich sehe gerade, hier oben ist auch noch eine Lyra. Die müssten wir auf jeden Fall noch machen. Und sollten wir in dieser Folge noch Zeit haben, ansonsten machen wir es in der nächsten Folge, werde ich hier auf der Karte noch ein bisschen schauen. Ich hatte ja auch gesagt, dass wir die Sache mit dem Apfel hier oben definitiv noch machen. Da werden wir noch hingehen. Und ja, ich denke, dass wir die Truhe hier unten noch öffnen. Ich gucke jetzt gerade. Das sind mystische Herausforderungen. Hier ist noch eine Truhe, die werden wir uns holen. Da ist eine bewachte Truhe, da werden wir mal schauen, ob wir uns die holen können. Und die werden wir uns noch holen. Also, ich bin gespannt, was wir alles in dieser Folge schaffen. Ich werde euch gleich wieder hinzuholen, wenn ich hinten bei der anderen Insel, bei den Schmetterfelsen, glaube ich, war es, angekommen bin. Bis gleich. So, ich denke, dass ich in etwa weiß, wo das Lyra-Rätsel ist. Ich weiß aber nicht, ob ich die Sachen jetzt von da aus dahin bringen kann. Da muss ich was drauflegen, so wie es aussieht. Nee, Moment, das ist gar nicht das Lyra-Rätsel. Aber hier ist auch irgendein Rätsel. Ach, das ist der Felsen, den wir ganz am Anfang gesehen haben mit der Schildkröte. Aber hier unter uns quasi gibt es das Lyra-Rätsel. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir da jetzt rein? Da hinten leuchtet noch was. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Es kann natürlich sein, dass das jetzt alles hier zusammenhängt. Nee, da hinten war, glaube ich, ein Rätsel, wo wir schießen mussten. Kann das sein? Das mit dem Lyra-Rätsel soll eigentlich hier unter uns sein. 50 Meter in die Tiefe. Wie soll das denn gehen? Oder auf der Seite. Da geht's, glaube ich, noch runter. Ah, ja. Das sieht aus, als ob da ein Eingang ist. Oder zumindest sein könnte. Da gehen wir mal runter. Ah, okay. Also ein Eingang ist hier, wo wir auch durch können. Okay. Zwei. Aber wo ist der dritte? Da ist was zum Drücken. Können wir da irgendwas machen? Ja, die Lyra höre ich schon. Da hinten ist Feuer, aber das bringt mir jetzt, glaube ich, so nichts, oder? Vielleicht muss ich dann doch oben irgendwas machen, damit das aufgeht. Ich bin noch nicht so richtig davon überzeugt, aber das könnte natürlich sein.
Hier unten war jetzt nur was zum Einsammeln, ne? Die nehmen wir natürlich auch mal direkt mit, wenn wir können. Da ist noch Gold. Oder hat das doch etwas mit dem da hinten zu tun? Aber ich bin eigentlich der Meinung, dass wir das schon gemacht haben. Aber ich schaue trotzdem mal eben nach. So, da unten denke ich mal, wird nichts mehr sein. Da sind zwar so Goldstellen, aber ich kann mir jetzt nicht so richtig vorstellen, dass die beiden Sachen damit zu tun haben, aber ich schaue trotzdem mal nach. So, aber hier ist sonst nichts. Ne, hier kann man nichts machen. Ja gut, der zeigt jetzt hier in die Richtung. Also, das wird wahrscheinlich der Hinweis darauf sein, dass da unten die Höhle ist. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Vielleicht haben wir das Rätsel auch vorher schon mal gemacht. Das kann natürlich auch sein. Und haben gar nicht gecheckt, dass das irgendwie so zusammenhängt. Aber das mit dem Wasser, das weiß ich nicht. Das kommt mir irgendwie ein bisschen komisch vor. Vielleicht müssen wir das wirklich erstmal machen. Wenn nicht, dann lösen wir hier gleich ein anderes Rätsel. Obwohl, das geht hier auf, ne? Ach, Moment. Nein, das hatten wir schon mal gemacht, ne? Ja, genau. Und dann habe ich das Stück Felsen genommen. Ah, ja, okay, das ist ein anderes Rätsel, definitiv. Tja. Umso blöder ist es jetzt allerdings. Kann man das noch sehen, welches Rätsel das war? Ja, genau, das war, um in dieses Verlies zu kommen. Ja. Oh, hier war irgendwas. Ach so, das war der. Okay, das war ein Felsen. Ja, spring, los. So, das heißt, dass wir hier aber definitiv irgendwas anderes machen müssen. Der zeigt hier vorne rüber. Das heißt, der will mir wahrscheinlich nur den Eingang zeigen, nehme ich mal an. Das ist aber genau der Eingang, wo wir schon waren. Da werden wir wahrscheinlich rein müssen. Wenn alle, ja klar, wenn alle drei geöffnet sind. Die Frage ist dann, kann man hier irgendwie durchschießen oder so? Das bringt mir jetzt nicht viel, ne? Da sehe ich jetzt nichts. Also man kann durchschießen, aber im Endeffekt bringt mir das alles nichts. Da muss man auch nichts aktivieren. Ja, ist gut. Komm aus der Ecke raus. Ist das hier irgendein Hinweis, dass ich hier irgendwas zerschlagen kann oder so? Auch nicht, ne? Moment, da ist auch nochmal ein Eingang. Nee, das ist der. Ups. Ach, hier kann man auch noch runter. Aber hier kann ich so nichts machen. Ob ich darunter tauchen kann, aber ich glaube, da kann ich nicht tauchen. Oder? Wahrscheinlich werde ich jetzt so sterben, weil es dafür nicht gedacht ist. Oh, perfekt. Geil. Okay. Ja, war dann doch sehr viel einfacher, als ich eigentlich gedacht hatte. So, was haben wir denn hier? Mal wieder was, was wir aufschreiben müssen. Wo ist mein Stift? So, spielen. 4, 3, 4, 1. Okay, 4, 3, 4, 1. Ja, perfekt. Dann haben wir das Rätsel auch schon mal gelöst.
Und sogar eine Truhe gefunden. Sehr geil. Ja, war jetzt nicht ganz so viel drin, aber trotzdem. Das ist okay. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, dass wir da eigentlich direkt hinreisen. Ne? Wir haben eine Schnellreisefunktion. So, jetzt habe ich den Zettel wieder weggetan. Also 4, 3, 4, 1, 4, 3, 4, 1. Tada! Okay. Ja, sehr geil. Vor allen Dingen dürfte ich jetzt, glaube ich, auch wieder genug haben, um wieder was auszuwählen, was ich machen kann. Den nehmen wir mal mit. Den haben wir ja gerade so schön in der Nähe. So, ich schaue mal. Da hinten zu dem Felsen, das ist nämlich auch nochmal ein... Ach nee, da war ich schon drin. Okay, da war ich schon drin. Ja, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin unten rumgekommen, dass ich mich erstmal auf den Weg hier oben hin mache und dass ich euch dann gleich wieder hinzuschalte, wenn ich dort angekommen bin. So, ich bin jetzt in etwa in der Nähe meines Ziels angekommen. Das ist so in etwa das Ziel, wo ich eigentlich hin wollte. Ach stimmt, die kann ich noch mitnehmen. Aber hier oben ist ja auch noch ein Fragezeichen. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob da jetzt wieder so mega schwierige Gegner sein werden. Ich werde es aber trotzdem mal ausprobieren. In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht komplett verrecke. Okay, da sehe ich jetzt noch keinen. Ich soll hier nämlich irgendwelche Opfergaben machen, stand da drin. Kann man das hier? Ja. Beschaffe drei Opfergaben. Eine habe ich anscheinend schon beschafft, keine Ahnung wie. Am Grab eines Soldaten, der auf der Insel gestrandet war, bat man um Wein, Bänder und einen Schild als Opfergaben. Okay, Wein, Bänder und einen Schild. Ich habe keine Ahnung. vielleicht habe ich mal Wein eingesammelt oder so. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Moment. Na komm. Die haben ja aber auch gerade so ein riesen Getöse gemacht. Mann. Ich habe hier gerade... Ich mache euch perfekt. Och nein, komm. Aber es wird sich lohnen. Och, nerv mich jetzt nicht mit diesem beschissenen Ansturm. Das geht mir so auf den Sack. Oder kommt das jetzt nicht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also hier ist Questbereich auf jeden Fall. Hier müsste ich irgendwas finden, rein theoretisch. Aber ich finde nichts. Was war das jetzt? Ein Helm oder sowas? Wein, meine ich, war dabei. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Moment. Wein, Bänder... Ach so, ein Schild war das, genau. Weinbänder und ein Schild. Die Frage ist, muss ich das hier in dem Bereich finden? Oder muss ich das quasi nach hier zurückbringen? Weil ich sehe jetzt ja auch kein Grab, deswegen finde ich es ein bisschen seltsam. Oder, ah, da hinten ist eine bewachte Truhe, so wie es aussieht. Es kann natürlich jetzt... Oh, nee, so schleichig. Es kann natürlich jetzt sein... dass die was damit zu tun haben. Aber ich glaube es jetzt eher nicht. Oh, oh, was ich jetzt gar nicht gut finde.
Oh, dass die alle so lila sind. Ich befürchte, dass das echt heftig sein wird vom Angriff her. Oh. Ich weiß nicht, ob ich das machen möchte. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Oh. Jetzt stellt er sich doch nicht echt... Jetzt stellt er sich genau daneben. Sag mal, willst du mich veräppeln? Ja, lass doch mal los. Komm. Kann ich mich da von hinten anschleichen, ohne dass die beiden Typen mich da direkt sehen? Ich vermute eher nicht. Ich springe da jetzt komplett rein. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, weich bloß nicht mal aus. Oh Gott, das war keine gute Idee. Das war ganz und gar keine gute Idee. Kann die wieder normal laufen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geh weg. Oh, das war anscheinend nicht so eine gute Idee. Oh, 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 oh. Boah, was hat der für einen Angriff? Scheiße, scheiße, scheiße. Weich auch aus. Ich glaube, der Große schlägt die Kleinen, kann das sein? Hallo? Komm schon. Junge, Junge, Junge. Scheiße. Ausweichen. Heil dich doch mal. Verdammte Hacke. Boah. Wieso heilt die sich nicht, wenn die da zu nah dran ist? Komm schon! Komm! Boah. Das ist nicht wahr hier. Dieses Ausweichen in der Luft, das geht so schlecht. Ich weiß gar nicht, ob ich das gekauft habe oder nicht. Boah, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich hätte die nicht angreifen sollen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Gott, oh Gott, oh Gott.
Heil dich doch mal. So greift mein Phönix nicht an. Ich habe dir noch gerade den Befehl gegeben, dass der angreifen soll. Boah, der macht aber massiv Schaden. Ich habe jetzt keine Ausdauer mehr, das ist gar nicht gut. Also ich habe verstanden, dass ich die Kugeln holen muss. Ansammeln muss. Oh, lauf doch mal. Ich habe nur gerade ein bisschen Panik hier. Nein, nicht jetzt! Komm schon! Nein! Schlag ihn kaputt! Oh! Oh! Die sammeln mir noch schnell ein hier. Meine Güte! Ich mach sowas, glaube ich, nie wieder. Oh, also die Lilan, muss ich ganz ehrlich sagen, die sind richtig, richtig verdammt heftig. Ewigkeit. Ich habe keine Ahnung. Ich gucke gleich sofort nach. Ich gucke jetzt nur gerade hier. Weil hier ist anscheinend auch so ein Bogenschützenrätsel. Oh, ich gehe mal hier so ein bisschen davon entfernt. Oh, hier ist noch was. So, jetzt muss ich hier erstmal... Oh Gott. Erstmal durchatmen. Was habe ich jetzt bekommen? Hatte ich jetzt eine Axt bekommen? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Plus 48 Schaden nach perfekter Parade. Ja, ist so gar nichts für... Nee, Moment, Ewigkeit hatte ich bekommen, ne? Plus 24% Schaden mit Machtwirbler-Abschluss, während die Kombi-Anzeige plus 30 zeigt. Keine Ahnung, was das heißen soll. Ich bleibe, glaube ich, jetzt lieber bei der Axt. Wobei ich sagen muss, die sieht optisch ja schon ziemlich geil aus. Aber ich bleibe lieber bei der Axt. Oh mein Gott. Segen. Ach so, das hatten wir noch nicht reingeguckt danach. Oh. Ach, dahin. Oh, nee, ne? Ich bin auch so dämlich. Da muss ich also hin, um die zwei Opfergaben zu beschaffen. Ah, okay. Das ist... War das nicht so... Ach, du Scheiße. Das war, glaube ich, die bewachte Truhe, was ich so extremst heftig fand. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ganz ehrlich, ich muss jetzt mal eben kurz schnell speichern. Tut mir wirklich leid. Aber das, das kann ich jetzt nicht. Das kann ich jetzt nicht noch alles neu machen hier. Dann würde ich sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt länger dauert, die zwei Sachen zu beschaffen, oder ob ich da nur mal eben kurz hin muss. Ich befürchte, das hat nämlich eventuell irgendwas hier mit dieser Quest zu tun. Mit dem Durchschießen, aber ich bin mir nicht sicher. So, Moment. Ich versuche mal hier hoch zu klettern. Damit ich da besser hoch kann. Ja, komm. So. So. Ist die jetzt hier oben oder ist... Ah, ja. Okay. Nee, Moment. Die Truhe ist hier. Dafür müsste ich dann... Bender, ha, okay. Du wirst bildschön aussehen. Wäre ich jünger, würde ich mich in einen Schwan verwandeln und dir den Hof machen.
Du weißt, dass du das schon mal gemacht hast, oder? Die Mutter der Zwillinge? Oder lässt dich dein Gedächtnis im Stich? Okay. Also, es gibt hier noch ein Rätsel, ein Schießrätsel. Das müssen wir dann natürlich auch dementsprechend noch machen. Ach, da muss ich mich draufstellen. Okay. Oder ist das nur mal eben darüber schießen? Weil hier ist so viel. Wenn das jetzt nur mal eben rüberschießen ist, dann wäre das ja okay. Aber das glaube ich jetzt eher nicht. Vor allen Dingen, da komme ich ja so nicht. Moment, ich gehe mal eben gucken. Weil hier unten ist ja nichts aufgegangen oder so, ne? Ne, da ist nichts aufgegangen. Das heißt, wir müssen hier vermutlich noch irgendwas machen, damit das oben überhaupt aufgeht. Ach, das wird dann aktiviert. Okay, aber wir müssen vermutlich jetzt vorher dann noch irgendein Rätsel machen. Wahrscheinlich hier irgendwo durchschießen oder so. Damit das freigeschaltet wird. Das mache ich jetzt im Moment noch nicht, weil wir... Oh. Ja, man sollte dann auch die richtige Taste drücken. Weil wir jetzt erstmal diese drei Opfergaben sammeln möchten. Zumindest jetzt in diesem Video werde ich das machen. Dann könnte ich eventuell im nächsten Video mal gucken... Ach, geh doch mal da hoch. Mal gucken, ob wir dann da wirklich irgendwo durchschießen müssen oder ob wir da irgendwas anderes machen müssen. Hier ist jetzt wieder der Questbereich, aber ich meine... Nee, hier muss ich das letzte Teil finden. Okay. Die Frage ist, wo soll ich das denn finden? Was brauche ich denn? Die Bänder habe ich gefunden, wenn ich jetzt wüsste, was ich als erstes gefunden hatte. Ne? Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Das ist so lange her, das habe ich relativ zu Anfang hier gefunden. Da kann man auch nicht runter. Da hinten ist noch Gold. Da werde ich auf jeden Fall noch hin. Hm. Das Problem ist, ich möchte jetzt die Folge hier nicht so hinziehen. Ich hätte jetzt schon gerne herausgefunden, wo das dritte Teil ist. Aber da wir jetzt langsam auf eine halbe Stunde zugehen. Tja. Hier oben finde ich nichts. Ich vermute, dass es irgendwo unten ist. Aber unten wüsste ich jetzt nicht wo. Dann holen wir uns mal eben hier noch dieses goldene. Keine Ahnung, was das jetzt genau war. Diese goldenen Scherben. Von hier aus sehe ich jetzt auch nichts, ne? Oh, da unten ist noch eine Truhe. Ja. Ich weiß es jetzt im Moment nicht. Ich werde jetzt noch eben mit euch zusammen die Truhe hinten holen. Und ja, dann werde ich allerdings auch aufgrund der Länge der heutigen Folge mal einen kleinen Cut machen. In der Hoffnung, dass ich trotzdem noch herausfinde, wo die dritte Opfergabe ist. Was ist da drauf? Okay, das war eindeutig ein bisschen zu früh. Ja, okay. War jetzt nicht wirklich was Besonderes dabei. Die haben noch vom Schild gesprochen. Der ist es offensichtlich nicht, obwohl hier einer liegt. Ja. Ich weiß es im Moment auch nicht. Schade, weil ich hätte es gerne noch in dieser Folge gemacht, aber ja, ich schätze, ich muss da wirklich noch ein bisschen herumlaufen. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen, bevor die Folge hier Überhang nimmt. Und, also von der Länge her. Und dass wir in der nächsten Folge weitermachen, dass wir die dritte Opfergabe suchen. Und irgendwas war hier noch. Ach so, genau, und dieses Schießrätsel eventuell lösen. Ich weiß es nicht, ob wir das schaffen. Wobei ich auch nicht weiß, ob ich das machen möchte, weil ich wollte eigentlich die Bogenschießrätsel eher später machen. Deswegen müssen wir mal gucken. Also ich werde auf jeden Fall wieder da auf die Insel zurückgehen und werde dann dementsprechend gucken, dass ich noch die dritte Opfergabe in der nächsten Folge mit euch finden werde. Bis zur nächsten Folge. Ciao!